Da war zuerst Kikek, den ihr kennt. Den hatte Starbuck sich ausgewählt. Der zweite war Testego, ein Indianer aus Gay Head. Er diente Stubb. An dritter Stelle stand der Neger Degu, kohlschwarz und riesenhaft mit dem Gang eines Raubtieres, anzusehen wie König Ahasverus. Er diente Flask, dem dritten Steuermann. Was die übrige Mannschaft der Pequod angeht, so muss man wissen, dass es in den Vereinigten Staaten heutzutage beim Walfang ebenso steht wie in der Marine, im Kanal- und Eisenbahnbau. Unter den Tausenden, die vor dem Mast in Dienst stehen, ist von zwei nicht einer aus Nordamerika. Sie sind aus Höll und London und von den Südseeinseln, aus aller Herren Länder. Eine Rotte von Teufeln von allen Inseln des Meeres und allen Enden der Welt. Das war Ahabs Mannschaft. Ahab selbst aber, nun, wir waren auf Wale aus. Gut. Aber was ist ein Wal? Könnt ihr mir glauben, dass bis heute noch niemand weiß, wo die Wale anfangen und wo sie aufhören unter den Fischen? In seinem System der Natur erklärte Linné im Jahre 1776,